Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Krienchen zockt den Junkyard Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind noch mitten dabei, unsere Sachen aufzuräumen. Denn wir waren ja ein bisschen auf großer Plünderungstour, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich habe eine Sache vergessen aus dem Pfandleihhaus. Ja, und wir haben ja erst die Sachen zum Restaurieren weggebracht in unsere Werkstatt. Wir waren beim Pfandleiher und müssen da auch nochmal hin. Und jetzt geht es hier um die Schrottsachen, die wir mitgenommen haben und von denen ich in den letzten Folgen immer so viel erzählt habe, dass ich die am liebsten mitnehme. Also am zweitliebsten eigentlich. Restaurierungssachen sind doch nochmal eine andere Sache. So. Und habe ich die Sachen hier rausgedroppt. So. Jetzt tauschen wir einmal. Achso. Sachen eingelagert, alles voll hier. So, haben wir hier noch was? Ja, natürlich. Ja, alles voll. Passt. Nicht mehr. So. Was kriegen wir denn? Komm mit, du Handkarren. Das Spiel ist völlig bugfrei. Ich habe Fragen. Das ist neu. Das habe ich auch noch nie erlebt. Aber okay, gut, dass ich das... Ach, schön, dass das mal in einer Aufnahme passiert und nicht während ich Dinge vorbereite oder... Ach, schön. Ja, das Spiel ist noch im Early Access, glaube ich, zur Zeit der Aufnahme. Zumindest steht das in meinem Ladebildschirm. Oder sind die mittlerweile schon draußen? Ich weiß gar nicht. Muss ich mal gucken. Hallo? Das. Ich weiß nicht. Also. Was denn hier los? Scheibenkleister, ich komme doch nie wieder raus. Och, nö. Och. Okay, wir werden den Spielstand einfach neu laden. Und gut, dass das in der Aufnahme passiert. Das wird mir doch keiner glauben. Ist aber mal was völlig Neues. Ach, verrückt. Ich habe aber auch keine Möglichkeit. Also, hier gibt es scheinbar keinen Notfall so für Spieler, die sich reingebackt haben. Es gibt leider keine Möglichkeit, mich schnell zu teleportieren. Nein, ich muss den... ja, ich möchte. Ich möchte zurück zum Hauptmenü. Wir müssen den Spielstand neu laden. Okay, naja, passiert. Was soll's. Zurück zum Spiel. Nein. Vielleicht hat das Spiel mich jetzt auch zurückgesetzt. Glauben wir daran? Nein, natürlich nicht. Okay. Nee, ich möchte das Spiel jetzt nicht speichern. Hauptsache, wir haben das Vogelgezwitscher weiterhin. Zurücksetzen Charakter. Nice. Ja! Oh mein Gott, das war voll gut. Das ist der Startpunkt, von dem aus man startet, wenn man das Spiel anfängt. Und wir sind... Keine Ahnung, wo wir sind. Wo sind wir denn? Haben wir die Sachen noch? Ja, wir haben sogar die Sachen noch im Inventar. Das ist ja gut, dass sie an sowas gedacht haben, dass man den Charakter zurücksetzen könnte. Aber meine... Eine... Meine Map funktioniert nicht.
Weil ich das jetzt auch nicht so dramatisch finde. Ah, hier sind wir. Alles klar, ich weiß, wo wir sind. Hier sind, wenn wir ganz spezielle Autos finden, die wir restauriert haben, dann landen die hier und die bringen richtig Geld. Den Punkt habe ich total lange irgendwann mal gesucht. Also habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir den haben. Und dann habe ich den doch wieder gefunden. Ist zwar nicht da, wo ich eigentlich hin wollte, aber hier wollen wir auch gleich später nochmal hin. Meine Karte funktioniert gerade nicht, ist egal. Aber das funktioniert. Schnellreisetag. Na gut. Wir waren beim Schrottmarkt. Oh, das finde ich richtig gut, dass sie darüber, dass sie das gemacht haben. Also, fragt das mal. Das heißt, uff, das war laut. Bin ich die Einzige, der das vielleicht schon mal passiert ist. So, hier sehen wir jetzt schön die Gewichte. 150 Kilo, darum nehme ich gerne so Panzerteile mit, weil die echt viel Gewicht haben. Das heißt, die haben auch viel Masse. Was war das denn jetzt für ein Satz? Viel Gewicht gleich viel Masse. Ja, halt auch viel von den einzelnen Rohstoffen. So wollte ich das sagen. Egal. Minus 30? Oh, hier sind Sachen rausgefallen. So, müssen wir ein bisschen gucken. Oh, 316 Kilo haben wir da schon drin. Mann, Mann, Mann. Ah, da ist noch was dran. Ja. Können wir alles mitnehmen. Uiuiui, ist das voll da drin. Mal gucken. Vielleicht sollten wir die Sachen hier mal eben raustroppen. Und dann manuell reinwerfen. So, das ist hier nämlich so ein Motorblock eines Panzers und der wiegt 250 Kilo oder so, ne? Ich meine, riecht man easy mit der Hand. 150. Oh, er ist wieder rausgefallen. Ups. 30 Kilo. Vielleicht sollte ich nächstes Mal es besser stapeln, gerade wenn ich so Kisten habe. Bin gleich froh, wenn die Tür zugeht. Oh, das ist ja süß. Was haben wir denn hier? Oh, 3 Kilo niedlich. Sehr niedlich. Haben wir noch was? Flasche? Ventildeckel. Oh, 25 Kilo? Das halte ich aber für ein Gerücht. Ventildeckel so schwer? Gut. So, wir haben das Gewicht verdoppelt. Das heißt, wir machen jetzt die Tür zu. Und wir lagern das Ganze. So, und die Zahlen, die wir jetzt sehen, die da fliegen in den unterschiedlichen Farben, sind von den Rohstoffen hier. Ne? Jeder hat so eine Farbkodierung. Finde ich auch sehr übersichtlich. Nicht, aber gut. So. Eisen gibt gerade das 5,1-fache. Hier verkaufe ich tatsächlich ganz viel Dinge nur wenn ich wirklich gerade Geld brauche. Also wenn ich wirklich irgendwie Dinge kaufen möchte oder für irgendeine Quest irgendwas brauche. Dann, oh. Was wir gelernt haben, wir werden das Ding immer offen halten. Aber zum Glück gibt es ja Charakter zurücksetzen. Das ist echt wirklich gut, ey. So, zack, 7 Kilo, 7,5 Kilo. Das ist wirklich gut gemacht. So. Wir müssen noch einmal zum Pfandleier. Zur Pfandleierin, besser gesagt. Das ist ja die alte Schreckschraube. Ich suche jetzt nur eben noch die goldene Schüssel da. Oder habe ich die jetzt doch irgendwie. Nee, da ist sie. Die uns 3700 bringt. So. Nein, wir werden erst speichern. Bevor wir das Spiel doch gleich noch. Bevor wir es irgendwann brauchen. Ja. Dieses Geplinge von diesem blöden Spielautomaten nervt ein bisschen.
Aber man kann es leider nur den ganzen Sound ausstellen und das wäre wieder schade. Sprich mit der alten Dame. Hallo, alte Dame. 3771 Euronen oder Dollars in dem Fall. Tragbarer Kocher, den nehmen wir mit. Küchenarbeitsblätter. Voll retro. Nehmen wir nicht mit. Tonverstärker kann man mal mitnehmen. Nee, nee. Ja, ich bin da irgendwie extrem wählerisch, womit ich mir die Taschen voll mache. Dieses Eichhörnchen ist schon sehr, nun, wie soll ich sagen, speziell. Was ja auch total speziell ist, dass blau hier Plastik ist und gelb Papier. Ich finde das, nun, verwirrend. So. Jetzt haben wir noch zwei Autos auf dem Auto. Ja, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Die müssen wir auch... Ach, der kleine Crusher. Die müssen wir auch entladen, dass wenn wir ein tolles Auto finden, was vielleicht wieder zum Restaurieren gedacht ist, eben Platz ist. Ja. Ist gar nicht. Da ist er. Natürlich nicht. Natürlich können wir es nicht direkt in den gelben Bereich spawnen. War ja klar. So, dann können wir nämlich auch noch direkt noch mehr Schrott machen. Denn alles, was wir an Autoschrott generieren, bekommen, erhalten, wandert halt auch in unseren Schrottmarkt. Entladen. Ah ja. Das hat ja in einem der vorherigen Streams, wann ich das Auto zur Motorentfernstation bringen kann, wenn da steht, kaputtes Auto mit Motor. Gut zu wissen. Ja. Gilt der Motor jetzt als entfernt? Jetzt ist es nur ein kaputtes Auto. Wo auch immer der Motor ist. Egal. So, das heißt, wir dürfen ein bisschen rushen. Die Kernsteuerung habe ich auch am Anfang. Nee. Da habe ich echt ein bisschen gebraucht, aber die haben gefühlt ein bisschen auch dran gearbeitet, dass das Ganze etwas einfacher wird und man nicht exakt das Auto, der Magnet, der das Auto greift, das ist schon ja, gefühlt etwas einfacher geworden. So. Mit den Tab-Tasten kommt man dann hier und kommt man dann auf die Bedienung des Crushers und ich mache jetzt den Automatikmodus an. Und genießen das. So, jetzt gehen wir mit dem Kran dahin. Holen uns den kleinen Brühwürfel, wollte ich gerade sagen. Den kleinen Autowürfel. Bisschen Konzentration hier. Seht ihr, das meine ich. Das funktioniert. Also zumindest vorher habe ich das immer sehr passgenau da rumgefummelt und irgendwie, weil man das auch musste, weil sonst der Magnet nicht gegriffen hat. Aber ich glaube, das kam mit einem der Updates, dass sie da ein bisschen eine größere Toleranz gebracht haben. Thank you.
Das ist ja hier der kleine Crusher. Es gibt auch den großen. Das brauchte ich ja für eine Quest. Und oh mein Gott, was habe ich da an Zeit reingepackt, weil mir da immer das Spiel abgeschmiert ist. Und ich immer und immer wieder das neu machen musste. Ich weiß gar nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe, um die Quest weiterzumachen. Denn ich muss das machen für die Quest. Ach ja, deshalb, den gibt es auch, aber den nutze ich eigentlich nicht. Weil es immer so frustrierend ist, wenn das Spiel abschmiert. So. Wir haben wieder unsere Taschen leer gemacht. Wir sind frei von Altlasten und können einmal zwischenspeichern. Denn ich würde gerne nochmal in den Computer gehen und nach Upgrade schauen. Denn könnte ja sein, dass wir... Okay, wir haben keinen Fertigkeitspunkt mehr. Schade. Hier ist die automatische Renovierung. Das ist echt... Also, ja, das ist episch. Das stimmt. Vergrößert die Fläche der Rucks. Na, das sind... Der Ruck. Automatische... Oh ja, das fände ich noch total cool. Okay, dafür müssen wir Stufe 9 werden. Das wir sollten aber sein. 3 Fähigkeitspunkte und 40.000. Ihr seht auch hier, Level 13 ist halt alles, ne? Also da ist so fett. Genau. Was ich ein bisschen unübersichtlich finde, sind hier die Upgrades von den Fahrzeugen. Hier seht ihr halt 16 und 24 Slots. Aber das, ja, das sind alles nur Farbsachen. Also. Ich habe jetzt auch nicht so viel Geld, also. Kann das ja auch nicht aus. Also, so, ganz verstehe ich das hier nicht. Man muss irgendwie erst das hier anklicken, aber wie gesagt, ich habe nicht so viel Geld, als dass ich mir jetzt hier einen neuen Dings kaufen möchte. Also, ich glaube tatsächlich, das ist so der Anreiz, hier mehr Geld zu verdienen, um sich so ein schönes Autochen zu holen, auch bei dem Pickup, den wir nutzen. Ja, also, ich habe den hier, also da habe ich schon echt, ne, ihr seht, ich habe da schon viel Geld ausgegeben. Wir hatten mal sehr viel Geld. Ja, aber hier gibt es halt noch schickere. Bestimmt der rote hier. Ja, also falsch. Hier haben wir auch irgendwie alles, das mit dem Bier. Ja, also wenn wir Bier trinken, werden wir schneller. Ja, also. Und hier die Taschenplätze haben wir auch alle voll. Also da gibt es noch nicht mehr. Mal gucken. Also ein bisschen konfus, finde ich, aufgebaut. Dann noch so Übersetzungsdinge. Also hier können Tools kaufen, kann man Tools kaufen, die wir aber alle gratis bekommen. Also ich weiß nicht, warum ich mir einen Hammer kaufen sollte. So, oben haben wir noch 24.000 Schrott. Das könnten wir einschmelzen. Können wir aber auch sein lassen. Mein Gott, das Aufräumen dauert manchmal so lange. Genau, wir waren hier unten in der verlassenen Fabrik und wollten hier uns die ganzen Spots mal holen. Das heißt, wir reisen einfach dahin und machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Fahrzeuge sind alle fresh. Verlassenes Fabrikgebäude. Und da geht's dann weiter. Denn diese Ausrufezeichen, nein, Fragezeichen, zeigen interessante Bereiche an, die eventuell coole Sachen haben könnten. Aber da muss man halt hinlaufen. Und wir gehen als erstes dahin. Finde ich den Punkt jetzt. Ah, seht ihr? Da ist auch so ein Spot. Also da kann halt alles sein. Da haben wir auch schon eine Antiquität gefunden. Manchmal ist es halt nur Schrott. Aber man kriegt so ein bisschen von der Umgebung mit und findet vielleicht auch nochmal Orte oder erinnert sich an Orte, die man vorher nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Haben wir hier Monitor, nehmen wir nicht mit. Und eine Plastikflasche auch nicht.
So, aber hier verdreschen wir dann auch so Faltschränke, um Material zu farmen. Das ist allerdings Material, was wir einmelzen und daraus ja, Stahlplatten oder so machen und die dann direkt verkaufen. Das macht schon richtig Laune. Okay. Es hat nur eine Faltstange gibt. Okay. Besser als nichts, aber ist jetzt auch nicht viel, ne? Also man kann hier in diesem Spiel auch Quests machen, die gibt es immer wieder so random Leute, die hier stehen und Quests verteilen, weil sie irgendwas wollen. Aber die habe ich tatsächlich. Irgendwie mache ich das nicht. Vielleicht machen wir das mal in einer anderen Folge. Auf der verlassenen Fabrik gibt es da total viele dieser Quests. Da machen wir die mal. Wir haben auch noch eine Hauptquest, aber die wiederholt sich immer. Also da hatte ich jetzt keine Lust, die nochmal zu machen, weil es war zweimal hintereinander das Gleiche. Und ich jetzt auch nicht weiß, inwiefern wir die gerade brauchen. So. Auf zum Wegpunkt. Rennen. Ich kann natürlich auch ein Bier trinken. Number. Bier. Das war der Dude, nicht ich. Das war nicht ich. Weiß auch nicht, ob ich dafür Respekt zollen würde oder nun. So, Blei. Da könnte der interessante Punkt sein. Könnte, muss aber nicht. Private Property, no trap. Der Scanner bringt mich, glaube ich, nur auf Schrottplätzen weiter. Also hier ist ein interessanter Weg, interessanter Punkt. Aber irgendwie auch nicht. Das Zoomen in diese Karte ist manchmal echt ein bisschen, nicht manchmal, sondern ist ein. So, Fabrik, Lager, Wald, Lager. In die Richtung. Magazin, Schrotthaufen. Schrotthaufen, Schrottmarken. Wald, Lager. Ich hätte jetzt tatsächlich ohne den Hinweisschild, dass es da einen Wald gibt, nicht den Wald gefunden. Laufen wir mal in diese Richtung. Ja. Vielleicht auch nicht. Gehen wir mal in die Richtung. Das ist jetzt echt ein bisschen wildes Hin- und Hergerenne, um diese Punkte abzufahren, ne? Also, da müssen wir schon. Entweder habe ich mehr Skills beim Springen gekriegt oder funktioniert doch ein Tacken besser. Bitte? Hier funktioniert das wieder. Interessanter Punkt. Zack. Hoppala. Oh, ich habe die Taschenlampe an. Hier ist ein interessanter Punkt, das stimmt. Was wir so finden. Der obligatorische Schrotthaufen, in dem alles drin sein kann. Von Schrott zu. Nice. Den nehmen wir mit. Was auch immer das. Was haben wir denn da mitgenommen jetzt eigentlich? Eine. Seht ihr? Eine Schatzkiste. Gibt auch nur 70.000, merkt ihr? Deshalb mache ich das so gerne, weil. ETF, du Schatzkiste. Voll gut. 70.000. Und ich dachte, das wäre so eine Schrottkiste. So, ja, Container, Schrott. Na, nur hau doch mal zu.
70.000. Oh, hatte ich nicht gesagt, ich habe nicht so viel Geld? Oh, ich habe eventuell mich um eine Zahl vertauscht. Ich dachte, wir hätten nur 26.000 und keine 268.000. Ups. Vielleicht, nun. Ups. Mir fehlt da irgendwie so die Trennung für die 100er. Was? Wir haben eine Viertelmillion. Wir könnten uns das schicke Auto kaufen. Wartet mal. Ich will das schicke Auto haben. Ich möchte das. Ich möchte. Ich bin jetzt mal nett und sage, ich möchte. So, dahin, in die Richtung. In die Richtung müssen wir, da ist ein Schnellreisebrett. Nuhun. Ups. Oh, da ist noch ein Lager. Das nehmen wir mit. Oh, ich dachte gerade, von links kommt ein Auto und habe mich schon gewundert. Hier gibt es nämlich gar keinen Gegenverkehr. Vielleicht finden wir hier noch einen Schatz. So, nochmal 70.000 oder so. Ach, hier waren wir schon. Schade. So. So einen schicken, den schicken LKW, den hätte ich gerne. Sind wir hier richtig? Ach so, ah, okay. Ja, also das Spiel ist noch nicht ganz, also das ist halt noch nicht komplett. Wird immer noch dran gearbeitet, es kommen immer neue Inhalte dazu. Zum Beispiel der Hammer ist in einem der Updates erst dazu gekommen, der war noch nicht standardmäßig drin. Oder auch die Schmelzer, weil die sich ja auch überlegen mussten, was macht man mit den Sachen, die man da kaputt drischt. Genau, also. Ja, vielleicht, falls ihr das Spiel vor einer ganzen Weile schon mal gespielt habt, hat sich ein bisschen was getan. Und sie arbeiten auch meiner Meinung nach stetig an der Performance. Seht ihr? Also, es gab mal eine Zeit, da war das hier so ein bisschen der Lade-Buying-Simulator für die Schnellreise, die schon länger dauerte als andere. So, okay, der Gegenstand hat gezählt. Hallo, alte Dame, ich soll mit dir sprechen. Es gibt mir 70.000. Zack, 339 Öcken. Wir werden was kaufen. Ein Drescher. Ein Drescher. Möchte einen anderen LKW. Ich gönne uns jetzt einen LKW. Leider bringt uns das ja nur optisch was, aber ganz ehrlich, der ist schön. Gucken wir mal. Genau. So. Wir haben ja den Picker. Den roten möchte ich jetzt nicht. Also den blauen, vielleicht gibt es dazu einen passenden. Nee, den nicht, den nicht. Irgendwie nicht, aber dann nehmen wir doch einfach den hier. Zack. So schnell wird man 65.000 los. Zack. Und den haben wir jetzt ausgewählt. Jetzt müssten wir eigentlich so einen schönen und nicht mehr ramponierten, schönen LKW haben. Ja. Der sieht doch auf jeden Fall schöner aus. Passt zwar immer noch nicht so ganz zu unserem hübschen Auto. Das ist unser Auto. Oh, jetzt haben wir nur noch 259.000. So. Würde uns dann der Abschleppwagen irgendwas bringen, außer optisch? Nee. Leider nicht. Schade eigentlich. Schade, schade. Ah, wir haben den hier aber auch schon, also so von diesem Verranzten zu dem normal ausschauenden. Leider gibt es da irgendwie nichts ohne Kratzer. Schade. Mensch. Was machen wir mit dem ganzen Geld? Ja, mehr Upgrades kann man ja gar nicht kaufen. Vielleicht machen wir dann doch mal Quests. Renovieren, renovieren, Schrott, renovieren, Schrott, Schrott.
Wir werden unsere Taschen leer machen, denn wir werden in der nächsten Folge uns doch nochmal die Hauptquests und Nebenquests angucken. Denn hier unter C gibt es Bestellungen des Schrotthändlers. Ja? So. Und hier gibt es Dinge, die können man annehmen. Also zum Beispiel das mit dem Bargeld aus den Schließfächern. Das hätte ich schon viel früher machen sollen, weil nun, was auch immer ich bekommen hätte, aber ja, ich hätte einfach ein bisschen Geld gekriegt. Presse den Schrott im Crusher zusammen. Hm. Sollte man, finde Fahrzeuge für den Crusher. Vielleicht machen wir das. Das gibt ja ein bisschen Geld. Oder wir machen die anderen Quests. So, habe ich wieder neu gesammelt? Ja. Und schon möchte Boris das kaufen. Für 500 Schleifen. Ist doch schön. Was ist das? Oh, und Boris kauft scheinbar alles für 500. Ein Motor. Ach, das möchte Mike. Für 1800. Also ab einem gewissen Punkt macht man echt einfach viel Geld. Mike nimmt alles. Mike nimmt alles. Boris und Mike, meine besten Kunden, ne? Ja, das wird wahrscheinlich Mike kaufen. Hey, Boris. Ach. Ich glaube, ich habe noch... Nee, ich habe... Oh, ich habe... Gut, wir reisen noch mal schnell zum Schrottmarkt. So. Oh, das ist aber schön platziert. Gut. Das schließen und lagern wir. Denn man weiß es ja nie, ne? Hat so passiert. Leider geht. Leider ändert sich die Lautstärke auch nicht, wenn man weiter weggeht. Ja, und wir haben hier noch die Quest Behälter für Lebensmittel. Ja, man benötigt dafür 13 Slots, finde die Garagen. Das machen wir vielleicht auch als nächstes. Mal gucken. So, wir öffnen das wieder, bevor wir nächstes Mal da wieder feststecken. Ja. Gut, wir haben Ordnung gemacht. Wir haben teure Sachen gefunden auf der Suche nach den interessanten Bereichen auf der Karte. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr mich wieder mit begleitet habt bei dem Spiel. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann, ihr wisst es, gebt ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weitere Folge zu verpassen. Schaut doch mal auf Zottels Kanal, um auch die anderen Let's Plays oder auch die angezockt Videos zu entdecken oder auch unsere ganz alten Videos von ganz früher, von den Anfängen. Wenn ihr uns live mal erleben wollt oder mal Hallo sagen wollt, dann kommt doch einfach auf Twitch und schaut vorbei. Genau, ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Bye.